Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Herzlich willkommen Leute. Und ja Leute, heute werden wir mal was richtig Cooles machen, denn wir sind hier irgendwo im Wald und ich habe da was Cooles gefunden. Seht ihr das Leute? Das ist doch schon ziemlich interessant. Deshalb Leute, würde ich jetzt sagen, falls euch das Video gefallen sollte, lasst auf jeden Fall genau jetzt eine positive Wertung da. Abonnieren auch nicht vergessen, liken nicht vergessen und Leute, schreibt einfach mal Hashtag PetArmy in die Kommentare, wenn ich auch dich grüßen soll. Ich grüße an dieser Stelle auch erstmal den lieben Yannick, denn der hat auch Hashtag PetArmy in die Kommentare geschrieben. So Leute, aber jetzt machen wir uns mal auf den Weg nach dort hinten, denn dort ist ja so eine ziemlich coole Achterbahn und ich bin mal gespannt, was diese Achterbahn so auf sich hat, würde ich mal sagen. Also wir schwimmen hier mal rüber. Und was gibt's hier so zu sehen? Das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen, Leute. Wow, schaut euch diese mega coole und große Achterbahn an. Also sowas Cooles habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist echt eine richtig coole Achterbahn. Wir schauen uns das Ganze mal von außen an. Made by Winky. Okay, Winky hat also diese Achterbahn hier gebaut. Ja, sieht so ein bisschen minenmäßig aus. So eine, ja, doch so ein bisschen auch in der Mine. Aber das werden wir alles gleich erfahren, Leute. Aber die Achterbahn ist ja mal unfassbar groß, Leute. Hier geht's auch ab nach unten in die Mine, wie wir schon richtig geraten haben. Okay, jede Menge Holz. Also eine Holzachterbahn ist halt also auch vertreten. Was haben wir hier? Okay, da geht's auch noch irgendwo hin, aber das ist ein bisschen abseits von der Strecke. Ein bisschen ist, glaube ich, gut. Was haben wir denn dort oben? Moment, darf ich auch nochmal hoch? Da sehe ich irgendwie so ein Mineingang. Was kann das denn sein? Schauen wir mal nach. Moment. Hier entlang. Schaffen wir das? Darf ich? Wir kommen ja nicht hoch. Und wir haben auch nichts zum Hochbauen. Ist das Problem. Wir könnten uns theoretisch ein bisschen was vom Haus klauen. Komm, das machen wir einfach mal. Wir klauen uns ein bisschen was vom Haus. So, hier einmal ein bisschen Holz. Und dann auch nochmal hier ein bisschen Holz. Zack. Upsala. Zack. Hier. Und dann bauen wir uns mal nach oben. Moment. Okay, dann haben wir keine Probleme, uns irgendwie hochzubauen. So, zack. Dann sind wir hier oben, perfekt. Und jetzt schauen wir mal in diese Mine rein. Was ist denn hier? Hä? Ach, da ist ja gar nichts. Okay, ich dachte, es geht ein bisschen weiter nach hinten. Aber dem ist ja nicht so. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Eingang suchen von dieser Achterbahn. Denn es muss ja hier irgendwo einen Eingang geben. Die Frage ist nur, wo kann der Eingang sein? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, schauen wir mal nach. Hier muss es ja einen Eingang geben. Vielleicht von der anderen Seite. Ich glaube, von der anderen Seite ist das möglich. Moment, ja. Doch, da ist er ja, der Eingang. Perfekt. So, dann einmal. Zack, 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 zack. Okay, und... Wow, was ist denn das hier? Okay, da schaue ich aber... Da gehe ich nicht rein. So viel steht fest. So, dann lasst uns mal nach oben gehen. So, Hallöchen. Minecarts. Okay, hier sind keine Minecarts drin. Aber hier ist ein Minecart. Und ich würde sagen, wir genießen einfach mal die Show, Leute. So. 3, 2, 1, go. So, wow. Okay, es geht auf jeden Fall richtig weit nach oben. Okay, sehr weit nach oben. Wow, was für eine Aussicht haben wir hier? Jetzt geht's nach unten. Es geht nach unten. Es geht einmal hier in die Mine, glaube ich, oder? Ja, doch, in die Mine. Oh! Okay, das ist echt schnell. So, wow, eine ziemlich coole Mine hatten wir hier. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Ist so eine Holzachterbahn hier. So mega viel Holz. Okay, hier auch nochmal zwischen ganz viel Holz. Jetzt wieder nach unten, jetzt wieder nach oben. Das ist ein Hin und Her, Leute. Das ist ein richtiges Hin und Her. Okay, jetzt ein kleiner Slalom. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Hier links, rechts und links, rechts wieder. Oh mein Gott, und jetzt geht's wieder ab in die Mine. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, schauen wir mal hier rein und wow. Wie cool ist die Mine denn? Hä, wir fallen runter und es geht weiter. Was? Oh mein Gott. Was ist das denn, Leute? Das ist ja mal die coolste Achterbahn, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wir sind jetzt hier. Oh, aus der Hölle heraus. Was ist das? Nein. Was ist das? Ich möchte nicht sterben. Hä? Okay, wir fallen runter. Wir gehen hoch. Wir gehen wieder geradeaus. Hä? Was war das, Leute? Was war das? Was ist hier passiert? Okay, es geht wieder auf jeden Fall nach oben. Ich dachte schon, wir sterben. Hä, was passiert jetzt hier? Wieder. Aua. Hä? Moment, ich glaube, das ist aber nicht richtig, oder? Moment, wir sind jetzt hier in der Mine. Aber wir müssen hier entlang. Das Minecart ist, glaube ich, daneben gefallen. Kann das sein?
Kann es sein, dass es richtig ist? Wir haben hier auf jeden Fall jede Menge verschiedene Erze. Wir haben hier ganz viel Lava. Leute, schaut euch mal diese wertvollen Rohstoffe an. Das ist aber ziemlich cool. Moment, wir platzieren einfach mal das Minecart hier und springen rein. Zack. Nein, Minecart, warte. Minecart. Nein, Minecart. Das Minecart ist weggefahren. Oh mein Gott, Leute, was machen wir jetzt? Gute Frage. Sollen wir hochrennen? Ich versuche mal irgendwie ein anderes Minecart aufzutreiben, Leute. Okay, ich habe hier in der letzten Ecke noch ein Minecart gefunden. Das können wir benutzen. Mit dieser Strecke werden wir ja nicht weit kommen, wenn wir hier entlang fahren. Denn wie man sehen kann, ist das ja nicht wirklich eine Strecke. Aber das wollen wir auch gar nicht machen, denn wir wollen hier hin. Wir platzieren das Minecart rein da und zack, Leute, weiter geht's. So, schauen wir, wo wir rauskommen. Ich bin wirklich richtig gespannt darauf, Leute. So, und es geht jetzt ganz weit nach oben. Wow, ganz weit nach oben. So, wo kommen wir raus? Wir sind wieder oben hier. Hä? Warte mal, Minecart abbauen. So, okay, jetzt haben wir zwei Minecarts. So, wir sind hier auf jeden Fall ganz weit oben. Es geht jetzt aber jeden Moment runter und... Wow, oh mein Gott, es geht so krank runter, Leute. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist wirklich eine unfassbare Achterbahn. Das ist echt ein Erlebnis, was man mal machen muss. Diese Erfahrung muss man auf jeden Fall mal gemacht haben, Leute. Sondern es geht wieder nach unten und es geht wieder in die Mine. Was? Okay, hier rechts, links, wieder wertvolle Erze und jetzt geht's wieder nach oben. Oh mein Gott, was wird das für ein Anblick. Hammergeil, wie die Sonne uns entgegengekommen ist. Und jetzt wird hier irgendwas aktiviert. Irgendwelche Rails werden aktiviert, habe ich gesehen. Da waren so hier schon wieder Activator Rails. Und jetzt sind wir aber am Ziel. Wir sind wieder am Ziel. Ja, wir sind hier angekommen. Wow, ich pack mal hier das Minecart rein. Also ich muss hier erstmal wieder auf die Beine kommen, denn das war eine Achterbahn, die mich erstaunt hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich fahre nochmal ganz kurz runter, was mich nochmal interessieren würde, wäre, was finden wir denn für Sachen in der Mine? Weil in der Mine habe ich ja auch so ein paar wertvolle Erze gesehen und sowas. Und ich denke, da werden wir auch was Cooles finden. Deswegen geht es jetzt nochmal ab nach unten. Moment, hier runter. Ja, genau. Hier geht es nochmal ab nach unten und jetzt hier. Einmal stehen bleiben. Okay, Minecart, dann tschüssi. Wir haben hier auf jeden Fall noch so eine Mine. Oh, Minecart, stehen bleiben. Okay. Wir haben hier noch diese Mine. Und ich frage mich hier tatsächlich, was wir hier finden können. Oder hier waren wir? Nee, hier waren wir nicht. Nee. Moment. Hier waren wir noch nicht, da bin ich mir sicher. So, schauen wir mal nach. Wir haben hier auf jeden Fall eine Mine. Und diese Mine führt irgendwie ins Nichts. Was mich ein bisschen wundert, aber sieht wohl so aus, als wäre hier einfach gar nichts. Dann gehen wir mal rechts weiter und hier haben wir ebenfalls gar nichts. Es wird aber immer dunkler, nur leider habe ich keine Fackel dabei. Das gleiche gilt natürlich auch für die Richtung. Es wird hier ebenfalls immer dunkler, nur ich habe immer noch keine Fackeln dabei. So, und hier geht es dann noch nicht weiter. Okay, und sonst ist ja nicht mehr viel. Ein Brunnen, aber jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir überhaupt noch runter oder beziehungsweise kommen wir wieder hoch, wenn wir hier das Minecart platzieren und einfach reinspringen? Ja. Und. Oh, ganz knapp haben wir es hinbekommen, Leute. Ganz, ganz knapp haben wir es geschafft, doch noch, ja, das Minecart zu bepowern. So, und jetzt möchte ich nochmal ganz schnell in die zweite Mine reinfahren und mir auch nochmal die zweite Mine in Ruhe anschauen. Weil hier gibt es ja offensichtlich mehrere Minen. Zumindest kommt mir es so vor. So, Hier geht es dann weiter in die Richtung, genau. Ja, perfekt. Und das ist dann auch die zweite Mine hier. So, zack. Oh mein Gott, bleib stehen. Nein. Okay, cool, das Minecart ist stehen geblieben. Nein, Minecart. Okay, das war's dann wohl mit dem Minecart. Naja, jedenfalls haben wir dann hier wieder so eine Mine. Hier auch wieder so eine Sackgasse. Hier rechts auch wahrscheinlich wieder eine Sackgasse. Ja, genau wie schon vermutet. Und sonst können wir hier runterspringen. Aber ich glaube, den Sturz würden wir nicht überleben. Deswegen möchte ich das eigentlich nicht riskieren. Hier haben wir aber auch nichts. Also, wir können festhalten, dass wir hier nicht mehr fündig werden. Okay, das ist aber nicht so cool. Naja, Leute, aber jetzt würde ich an dieser Stelle mal sagen, das wäre es mit dem Video gewesen. Wir kommen nicht weiter. Ich will auch nicht runterspringen, sonst sterben wir. Deshalb, wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt eine positive Bewertung dalassen. Abonnieren auch sehr, sehr gerne, Leute. Wir haben übrigens frisch die 600.000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Freut mich natürlich total. Wirklich, Dankeschön vom ganzen Herzen. Hashtag PatArmy in die Kommentare schreiben, damit ich auch dich grüßen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute.
Haut da rein und ciao, Leute.